Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Heute kam wahrscheinlich einer der größten Updates der letzten Wochen und Monaten raus. Das letzte große Update von Season 3 und man sieht sie gerade schon. Es hat mit Halloween zu tun und jetzt kommt endlich die Waffe rein, auf die wir alle so lange warten. Für die, die schon länger den Kanal verfolgen und auch Skull and Bones verfolgen, die wissen, um welche Waffe es geht. Es kam nämlich eine Waffe rein, die Schaden austeilt und 10% des Schadens wird genutzt, um sich selber zu heilen. Da habe ich ultra Bock drauf. Ich weiß schon ungefähr, wo die Mission sein wird. Darum wird es heute gehen, sich diese Waffe einmal zu besorgen und dann auch zu nutzen. Ich bin gespannt, ob man die nur einmal bekommt, ob man die vielleicht sogar viermal bauen kann, dann rund um Schiff verteilen kann, was das für eine Waffe ist. Also, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Hier im Saisonkalender kann man ja auch immer sehen, was gerade aktiv ist und was als nächstes kommt. Hier sieht man schon 22. Oktober. Darum geht es heute. Am 5. November dann nochmal was und 12. November. Und dann sind wir schon in Season 4. Aber das, was uns oder was mich heute interessiert, ist natürlich nur das hier. Verlorene Umherstreifen. Mehr kann ich leider nicht lesen. Besiege die geisterhaften Schiffe, die Angst und Schrecken verbreiten. Oh ja, da habe ich Bock drauf. So, und ich meine, wir haben vor Wochen schon mal geguckt. Und da gab es die Idee, die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass die Mission von dem Halloween-Event da oben sein soll, bei dem Friedhof. Aber da ist es. Geweihter Grabstein. Also für all die nicht wissen, wo sie hin müssen. Es wird auch direkt ausgezeichnet auf der Karte, also geweihter Grabstein. Man kann hier Sachen einkaufen. Okay, kann ich alles Oh, was ist das hier? Lust auf Halloween. Zeit, den armen Trotteln das Fürchten zu lehren. Schiffsgesten, okay. Verloren und heimgesucht. Es gibt verstörende Gerüchte über geheimnisvolle Geister auf den Meeren. Finde ich auch sehr cool, Level 4. Das heißt, da können auch alle Early-Leute schon dran teilnehmen. Finde ich sehr cool. Das Event und die Schiffe der Verlorenen erscheinen nur in der Abenddämmerung und verschwinden am Morgengrauen. Tor zur Hölle kann man hier kaufen. Geht 27 Tage, kann man die noch kaufen. Frage ist, wie oft? Ich hoffe, so oft wie man will. 600 von diesen Tribute Schnitters braucht. Mann. Region des Verloren beginnt in 3 Minuten. 20 Tribute Schnitters. 20! 30 Mal muss ich das machen für die Waffe. Okay, Leute, ich befürchte, in diesem YouTube-Video werden wir die Waffe nicht bekommen. 20? Ein weiter, da ist er. Hat ganz schön lange auf sich warten lassen. Barriere. Okay, das war einer. Sehr gut. Und oh, guck mal, 4 Marken. Okay, das geht klar. Muss nur hoffen, dass viele davon kommen. Beschworen, der Schnitter verloren, manifestiert. Wo ist er, wo ist er? Ah ne, guck mal hier. Hier kann man jetzt hin. Okay, ja, gut, okay, gecheckt. Oh Mist, man hätte direkt porten müssen. Okay, da kommt dann direkt porten. Oh, hoffentlich schaffe ich das noch. Der hat doch genug Leben. Na, guck mal, er hat eine Full Life. Okay, der ist in Level 12. Okay, gecheckt. Und der gibt dann was? Tribute Schnitters, Schnitter versteckt, Silber. Okay, okay, cool, Level 12. Das ist ja schon cool. Also, cool eher. Ah, guck mal, der sieht richtig cool aus mit Kürbis und so. Bin sehr gespannt, wie viel der gleich gibt. Also, ich würde den so gern gleich, dingsen. Ja, 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 entern, entern. Lu entert. Ja, Lu entert. 10 Marken gibt's das nochmal zusätzlich. Also 10 Marken kriegt man. Eine Kiste und nochmal 20 Marken. Okay. Ich hoffe, aus der Truhe gibt's auch nochmal Marken. Okay. Theoretisch, nur mal für mein Verständnis, man muss jetzt nicht zu diesen ersten. Ach, guck mal da, wie cool. Das sieht cool aus. Schnitter, der Verlorene eliminiert. Boah, kriegt man, oh mein Gott, wenn man sein Outfit bekommt, dann bin ich aber auch nochmal ein bisschen mehr hooked. Aber zu meinem Verständnis, ich glaube, dieses erste Event, wo ich war, da muss man nicht unbedingt dran teilnehmen. Nur irgendwelche Leute müssen die Dinger kaputt machen. Und sobald das Event hier unten dann kommt oder wo auch immer das kommt, kann man dann da trotzdem hin, oder? Ich denke nicht, dass man jetzt gezwungen ist, immer beide Events zu machen. Ich denke, der Server muss dieses eine Event machen, wo ich gerade war. Und dann erscheint der Schnitter und da kann man dann hin. Genau. Ja, okay. Sehr gut. Tor zur Hölle kann man da rausziehen. Oh, komm. Gib direkt Tor zur Hölle. Aber es gibt nochmal 78 Tribute Schnitters. Okay, einmal Tribute Schnitters gemacht und ich habe wie viel? 135. Okay, das ist chillig. Okay, wie komme ich jetzt ganz schnell an die Kralle? Kaufen, verkaufen, kaufen. Ah, Phönixkralle. 800 Jahre. Wir können zwar noch nicht in dem Video Tor zur Hölle testen, aber Phönixkrallen, die sind ja auch relativ neu dazugekommen. 18 Treffer. Wenn eine ganze Salve 18 Treffer landet, das heißt von der Halbkanone alles einfach ganz nah ran und treffen, gibt es nochmal zusätzlich 1888 Brandschaden on top und der Statuseffekt im Brand 200% Schaden. Das ist wirklich, wirklich geil. Aber Nahkampf darf man nicht vergessen. Ja, das stimmt. Ne? Im Fernkampf macht die keinen Sinn. Du musst wirklich ja Reifen an Reifen mit dem Gegner sein, sag ich mal. Wheel to Wheel. So wie ich ja auch mit der Sambuke kämpfe. Also
Da musst du schon sehr nah dran sein, aber da wird jetzt so, guckt euch an, da wird jetzt so Schaden reingeballert werden, glaubt es mir. Und bumm. Und bumm. Jedes Mal 1888 zusätzlich. Oder hat das eine Abklingzeit? Weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber das ist wirklich crazy, crazy, crazy. Die Zahl ist auch klein und grau. Okay, ich werde es in der Aufnahme versuchen, einmal reinzuzoomen. Also die Leute, die es bei YouTube sehen, da werde ich es einmal versuchen zu suchen und, ups, sorry, und versuchen richtig, richtig groß. Das fand ich bei La Peste immer geiler. Der ist einfach stehen geblieben. Da, ich habe sie gesehen. 300 ganze Zeit gemacht und dann 2300 nochmal zusätzlich. Einfach 2300 Zusatzschaden. Ich kriege ja auch ein paar Buffs durch Sambuco und so, dass ich mehr als 1888 habe. Das gilt ja wahrscheinlich als Brandschaden. Also 2300 machst du einfach jedes Mal zusätzlich noch. Tor zur Hölle. Erstmal Shoutout an Loki. Vielen, vielen Dank fürs Leihen. Einmal hier fürs Showcase. Also links habe ich jetzt Phönixkralle. Das ist das, was 1880 Schaden zusätzlich macht. Und rechts habe ich die Tor zur Hölle. Okay, wir fangen mal mit Schaden an und gehen dann gleich rüber nach links, nach rechts. Jetzt guckt aufs Leben. Okay, jetzt rechts guckt auf Leben. Oh, das ist viel. Habt ihr gesehen? Das war viel. Das war bestimmt so 5%. Wenn man das vielleicht auch auf einer Bark spielt. Bark unbesiegbar. Oh mein Gott, das ist mega. Stellt euch das jetzt vor auf beiden Seiten. Und das ist richtig viel. Habt ihr gesehen? Das war wirklich viel. Wenn man alle 3,5 Sekunden... Ey, ich bin schon wieder meine Segel kaputt. Wenn man alle 3,5 Sekunden schießen kann. Und die kann man auch relativ easy bekommen. Ne? Entweder einfach den Schnitter jede Nacht besiegen. Relativ gute Chance in der Truhe. Oder halt alle 4 Schnitter, alle 5 Schnitter genug, um sich eine zu kaufen. Also man muss auch nicht komisch irgendwie farmen oder sowas, sondern man kriegt die relativ chillig, würde ich sogar sagen. Das soll zu Skull & Bones gewesen sein. Also meiner Meinung nach echt einer der besten Updates jetzt in der Season. Muss sagen, die Season ist für mich auch so ein bisschen dahin geplätschert. Aber jetzt mit der neuen Waffe und so. Und ich wünschte, sie hätten echt alles nicht so extrem lang gezogen. Season geht jetzt nur 27 Tagen. Und ich hoffe echt, dass mit Season 4 nochmal mehr kommt. Und wie ich es gerade eben schon mal gesagt habe, nicht nur ein Schiff und nicht nur eine Waffe, sondern wirklich mal mehr harter Content, den man bespielen kann. Neue Sachen, die ins Game kommen, wie die Rennen auf Zeit, die ich zwar nicht selber so mag, aber das war wenigstens eine Idee, die dahinter war, dass man nochmal mehr tun kann in dem Game. Und ich weiß, dass ja der PvP-Arena-Modus geplant ist, wann der kommt. Vielleicht kommt der schon mit Season 4. Wäre jetzt auch nicht für mich so der Content, den ich feiern würde. Aber einfach, dass wieder mal ein bisschen frischer Wind reinkommt. Es wird bestimmt wieder ein Schiff reinkommen. Es wird bestimmt wieder neue Waffen geben. Es wird bestimmt wieder einen Boss geben und Gegner geben. Das ist klar. Aber halt harter Content. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ein Like auf das Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.